Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ja, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gehört zu uns und ist ein wichtiger Teil unserer Erinnerungskultur. Auch deshalb, weil unter den Opfern viele Deutsche sind. Deutsche Juden, politisch Missliebige, Oppositionelle, Widerständler und Andersdenkende, die in die Mühlen des Terrors gerieten. Und so wie die Verbrechen des Nationalsozialismus zu unserer Geschichte gehören, muss das ehrliche und unverklemmte Bekenntnis zu dieser monströsen historischen Schande Teil des geschichtspolitischen Selbstbildes unserer Nation bleiben. Und, liebe Frau Große, bei allem Respekt, Björn Höcke hat dieses Denkmal als Denkmal unserer Schande bezeichnet und ich habe mich davon nicht zu distanzieren, denn das ist es leider. Und mit dieser Schande müssen wir umgehen. Wenn Sie das Wort anders interpretieren, ist das Ihre Interpretation, nicht seine. Der vorliegende Antrag von Rot-Rot will hier ansetzen. Aber er will es nur scheinbar. Und, meine Damen und Herren, er will es nicht ehrlich. Denn den Antragstellern von SPD und Linke geht es nur vordergründig um Gedenkstätten oder die ernsthafte Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. Nein, es geht ihnen wieder einmal darum, die deutsche Schande mit Kalkül und Vorsatz für den eigenen politischen Nutzen zu instrumentalisieren und uns in die Nähe der Täter zu rücken, was völlig absurd und falsch ist. Das wissen Sie auch. Und das, meine Damen und Herren, machen Sie sogar mit Ansage. Ich erinnere dabei nur an die Pressekonferenz der SPD hier im Hause am 7. Februar. Wie sagte es Herr Lüttmann, der heute Gott sei Dank dabei ist, dort so schön? Man wolle in den nächsten Wochen und Monaten bestimmte Anträge einbringen, bei denen man erwarte, dass sich da auch noch mal eine Zuspitzung zur AfD ergebe. Als Stichwort nannte Herr Lüttmann die Frage der Gedenkkultur. Was ist das anderes als billiges politisches Kalkül? Und aus dem Kalkül, Herr Lüttmann, wurde ein Antrag. Und dieser Antrag liegt uns nun vor. Und nun frage ich mich, ob die Menschen in diesem Lande eine solche Politik wollen. Ich frage mich, ob die Wähler von SPD und Linken wirklich wollen, dass die Opfer einer historischen Schande über den Tod hinaus für das politische Klein-Klein ihrer Auseinandersetzung instrumentalisiert werden. Ich kann mir das schwer vorstellen, auch nicht von Ihren Wählern. Herr Abgeordneter, lassen Sie am Mikro 7 eine Zwischenfrage. Nein, ich will das zu Ende reden. Sie werden jetzt alles abstreiten, das ist klar, aber dass Gedenken und Gedenkkultur für Sie nur Mittel zum Zweck ist, zeigt sich auch in Ihrem Umgang mit bestimmten historischen Ereignissen. Nehmen wir nur den Umgang mit den Opfern des 17. Juni. Nach dem Volksaufstand wurden viele Opfer in Haftlagern interniert, so zum Beispiel auch in Mildenberg bei Zedenik. Aber dieser Teil der Geschichte ist für Sie ein blinder Fleck. Und Frau Heinrich hat völlig recht. Sie hat völlig recht, wenn sie sagt, dass die Leidenschaft für diese Opfer offensichtlich fehlt. Und den gibt es auch im Umgang mit den Opfern der Bodenreform und der Zwangskollektivierung in den jungen Jahren der DDR oder den 12 bis 14 Millionen Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten nicht. All das, meine Damen und Herren, eignet sich offenbar nicht für den Kampf gegen den Angstgegner AfD. All das ist offenbar nicht so wirksam wie die immer wieder hervorgeholte Nazi-Keule. Einen solchen Umgang mit der eigenen Geschichte, der sich offenbar nur noch entlang dessen bewegt, was politisch opportun ist, halten wir für falsch. Wir wollen eine Erinnerungskultur, die die heutigen Deutschen mit ihrer Identität und Vergangenheit versöhnt, ohne nostalgische Beschönigung und einseitiges Weglassen oder Überbetonen. Aus diesem Grund haben wir einen entsprechenden Entschließungsantrag eingebracht. Es ist ein Entschließungsantrag ohne politisches Kalkül, ohne Opportunismus und ohne blinde Flecken. Es ist ein ehrlicher Entschließungsantrag, der diesem Hause gut zu Gesicht stünde, aber eben das wollen Sie ja gerade nicht. Ihre beiden Anträge, also CDU und der Antrag von Linken und
Sozialdemokraten, bei diesen beiden Anträgen werden wir uns enthalten, weil wir Ihr politisches Spiel nicht mitmachen werden und nicht mitmachen wollen. Danke. Eine Kurzintervention am Mikro 7, bitte. Frau Präsidentin, ich mache das bewusst auch von hier hinten aus, nur damit das im Protokoll richtig klargestellt wird und auch für die nachfolgenden Nachleser auch deutlich dann nachzulesen ist. Herr Höcke sagte in der Rede, und das möchte ich jetzt wiedergeben, Zitat, wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Das war das Zitat, und um dieses Zitat geht es, und ich will das der Vollständigkeit halber wiedergeben, weil Herr Dr. Gauland ja von Wahrheit sprach. Herr Gauland, für Sie bestünde die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit. Herr Pretz, das ist nichts anderes als das, was ich gesagt habe. Es ist ein Denkmal der Schande. Da haben Sie ja völlig recht. Nur, dass es von dpa, und dagegen hat Höcke geklagt, herumgedreht worden ist, als ob er das Gedenken als Schande bezeichnet hat. Das hat er aber nicht. Er hat genau dasselbe gemacht, was Rudolf Augstein 1998 im Spiegel geschrieben hat. Der hat genau dieses selbe Zitat gebraucht. Und damals ist keiner aufgestanden und hat ihn einen Nazi genannt. Und das ist auch Björn Höcke nicht.